Jo, Moinsen, ihr wolltet Final Fantasy 12 immer schon auf HD spielen? Alles klar, jetzt habt ihr die Chance. Und zwar, alles was ihr dazu braucht, ist ein PS2-Emulator, den ihr euch auf diese Seite hier herunterladen könnt, den ich in der Beschreibung verlinken werde. Die PS2 BIOS, das BIOS-Pack auf der Seite hier. Und natürlich das Game. Final Fantasy 12 auf Deutsch, auf Englisch, wie auch immer. So, wenn ihr das gemacht habt und den PS2-Emulator installiert habt. Ich sag nochmal, dass das nur halt für meine Einstellung gilt. Für meine Grafikkarte, für meinen Prozessor. Was der da aushält. Ich habe eine GeForce 760. Ein Intel Core i5 4670 mit 3,4 GHz. Und 8 GB RAM Arbeitsspeicher. So, jetzt mal hier zu den spannenden Teil. Da geht ihr mal auf Konfiguration, Video, Plugin, Einstellungen und wählt eure Grafikkarte aus. Unter Adapter. Wählt ihr eure Grafikkarte aus. Meine ist die GeForce GTX 760. Bei Renderer wählt ihr hier direkt 3D11 aus. Klammern Hardware, darunter auf Auto, Original PS2 Resolution gar nichts. Or Use Scaling, das ist wichtig. Da packt ihr die Full HD Auflösung rein, das ist 1920x1080. So, darunter tut ihr bei jedem ein Häkchen rein. Bei Settings könnt ihr meine Settings übernehmen. Das sind halt die Settings, die halt Ingame-Spieler zu sehen sind, wie Kontrast oder Helligkeit. Was auch immer, das könnt ihr dann noch einstellen später, wenn es für euch irgendwie ein bisschen zu dunkel ist oder zu hell. So, darunter haut ihr auch über ein Häkchen rein. Bei den Filtering haut ihr 16 Mal rein. So, klickt ihr auf Konfiguration. Hex Configuration. Jo, bei den MSAA haut ihr auch 16 Mal rein. Ganz wichtig ist dieser Aggressive CRC. Abteil, da haut ihr auch ein Häkchen rein. So, und Sprite und Alpha ist je nachdem. Das hat hier mit dem Schatten was zu tun und der andere, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber ich habe beide drin. Und darunter Software Mode Settings haut ihr auch hier bei Extra Rendering Threads eine 3 rein. So, das nächste wäre dann unser Video. Die Fenstereinstellung. Da stellt ihr auch ein hier Widescreen. Ich denke mal nicht, dass ihr eine 4 zu 3 Auflösung habt, sondern hier eine Widescreen. Da gibt ihr auch die Full HD Auflösung ein. Zoom bleibt bei 100. Jo, und außer bei hier versteckte Fenster, wenn pausieren. Haken reinmachen, Doppelklick für Vollbild ein aus. Könnt ihr auch reinmachen, ist halt praktisch. Müsst ihr halt nur zweimal Doppelklick drauf machen, habt ihr halt ein Vollbild. Es ist ganz praktisch. So, dann geht ihr mal nach links auf GS. Und da übernimmt ihr auch alles, was ich so habe. Nicht deaktiviere FPS-Limitierung reinmachen. Das ist ein Todesurteil, dann wird euer Spiel laggen. Beziehungsweise ganz schnell ablaufen und das sollt ihr nicht. Hört sich alles so quietschig an. So. Oh. Jo. Das andere ist eigentlich so, wie es so wie halt die Standardeinstellungen sind. Ja. Genau. So, wenn ihr alle Einstellungen gemacht habt und alles angestellt habt, starten wir da hier mal kurz Final Fantasy 12 auf HD, in HD. So, hier mal eine Szene in-game, wie das so aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr smoosh aus. Ja, und ich hoffe, ich habe euch irgendwie geholfen. Viel Spaß und stay cool.